sieht halt alles komisch aus. Alles super furchtbar und verwirrend. So. Wenn wir da lang krabbeln, kommen wir nur dahin. Wir können mal versuchen von der anderen Seite. Also ich meine, wenn ihr irgendwas seht, was ich nicht sehe, dann nur raus damit, ne? Scheiße, ist immer so ein ganz komischer Sprung in die Richtung hier. Aber das sieht, guck mal, das sieht richtig danach aus, ob ich da hochkommen würde. Aber gut, ich habe bei vielen Sound XP in den Augen, vor allem wenn es von tollen Momenten, die man mitspielt, erlebt hat, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt schon, ja. Ich meine, wie gesagt, man steckt da ja auch irgendwo Lebenszeit rein, ne? Darf man auch nicht vergessen. So Lebenszeit und auch viel Kraft und Energie und alles und das ist doch das Schöne an der Sache. Aber was jetzt gerade nicht das Schöne an der Sache ist, dass wir nicht weiterkommen. Ich verstehe halt nicht. Kann doch sein, dass ich, wie gesagt, irgendwas falsch mache. Da kommt man nicht hoch. Ich glaube, da soll man noch gar nicht hochkommen. Warte mal, ich mach mal. Hier ist das ganze Zeug gewachsen, so. Blöde Idee, aber kann ich vielleicht jetzt. Gibt's hier irgendwie. Ist das eine Kletterwand jetzt geworden? Nee. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt's nicht, also. Entweder kann man sich hier irgendwie hochkrabbeln oder da hinten. Ich meine, das da hinten sieht ja auch irgendwie schon so aus, als ob wir da lang kommen würden. Auf die Ausgangsplattform, ja, aber. Na gut, dann gehen wir jetzt. So, gehen wir jetzt auf die Ausgangsplattform. Aber. Wo soll es jetzt hier weitergehen? Da. Ich sehe jetzt nichts, wo wir irgendwie hochkommen. Nee, die andere Seite. Also weißt du, irgendwie verwirrst du mich heute ein bisschen mit deinen, wie soll ich sagen, mit deinen Richtungsangaben. Ich weiß gar nicht, ich renne schon 5 Meter weiter und dann noch 5 Kilometer weiter heißt es, nö, andere Seite, da lang, hier lang. Über die Blätter kann ich wahrscheinlich nicht laufen, ne? Ja, da auf die Plattform, gut. So, nun... Ja, gut, wir waren wir aber schon, ne? Das ist halt. Oder da unten. Kann man sie irgendwie runterlassen oder so? Ja. Ja, und nun? Was ist jetzt hier so der Plan? Also, ja. Dann hinter mir, da war der Eingang doch so breit. Die Sache ist halt, guck mal. Letztlich, was sind unsere Möglichkeiten? Wir können jetzt einfach mal gerade ausspringen, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwo hingelangen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier zum Beispiel? Warte mal, was ist denn das? Was? Was redest du? Da ist was Fettes, Schwarzes unten, ne? Ich weiß nicht, was du meinst, wirklich. Die Ausgangsplattform da unten ist irgendwo was Fettes, Schwarzes. Wo? Ach, du meinst, dass ich mich da irgendwie fallen lasse oder was? Oder keine Ahnung, oder kein... Also ich nochmal... Aber ich bin doch nicht den ganzen... Ich bin doch ja nicht den ganzen Weg nach oben gekommen, dass ich letztendlich mich wieder nach unten lasse, oder? Keine Ahnung. Meinst du das da? Dieses. Ich meine, da ist halt nichts, oder? Oder meinst du, das ist ja eine Plattform, die ich durch das Blätterdach nicht sehe? Andere Seite vom Raum. Okay. So. So, jetzt bin ich da, wo du vorhin wolltest, wo ich bin. Da ist halt, nö, ist nicht so. Das ist aber die andere Seite vom Raum. Hier ist irgendwas. Ach, da hinten, meinst du? Dass du sowas siehst, ey. Ich sehe das heute nicht.
Ja. Also ich bin halt echt blind, also. Was du sowas siehst, ich hab keine Ahnung. Also, meine Güte, also sonst sehe ich sowas immer, aber heute ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaub's nicht, ey. Ja, man muss auch sagen, jetzt mal ehrlich, also irgendwie sind die Räume auch wirklich fies gebaut. Also das sah schon so aus. Also man kann keiner sagen, dass es da oben nicht aussah. Ah! Oh, hab ich mich erschrocken. Das. Man kann keiner sagen, dass es nicht so aussah, als ob. Ja, also das sah so aus, ob man da hochklettern könnte, ganz ehrlich. So, Granatlauncher. Dann müssen wir jetzt rabiat werden. Geht's nicht anders. Alter, die überleben jetzt einfach, dass sie eine Granate in die Fresse schmeißen. Na klar, ist. Das will ich mal sehen hier, wirklich. Job. Ah, Hugal. Aha. Ja, aber ist doch gut, weißt du, ist doch in Ordnung, weißt du? Ich meine, im Prinzip ja, wenn ich es halt mal nicht sehe, kannst du, das ist ja auch in Ordnung. Du guckst auch ein bisschen mit, ja. Letztlich ist das ja für dich auch hier ein komplettes Blind Play, ne? Ich meine, du weißt ja auch nicht, wo es hier lang geht. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich war halt so. Die Sache ist, bei mir ist halt immer das Problem. Wenn ich mich auf irgendwas fixiere, ja, dann will ich das halt irgendwie halt rausfinden, weißt du? Weil ich sag mal, ich denke halt nicht, dass irgendwelche Levelstrukturen, so Tomb Raider halt nicht konzipiert, dass die umsonst halt irgendwie existieren, weißt du? Deswegen dachte ich mir halt, ich muss irgendwie weiter den Baum hochklettern. So, aber jetzt können wir die Dinger nicht einfügen, so. Nichts mit den Seraphen. Oh ja, durchbohrt lag gleich richtig hier, aber das scheint sie nicht zu stören. Das ist einmal komplett durch den Brustkorb gegangen. Oh, das, also, ja, also das Level war auch so, ja, okay. Ich mag das Level. Wie passt überhaupt irgendwas in ihre Tasche, ne? Du musst also sehen, guck mal, was sie alles für Waffen mit sich rumträgt, ne? Das alles in ihrem kleinen Mini-Rucksack da. Vielleicht hat sie irgendwie hier zusätzlich einen Stauraum. Nell, nicht den Seraphen da rein. Nell. Nicht Seraphen, das ist der Seeaffe. Oh, jetzt. Leute. Ausdehnungszauber. Ja, okay. Ich will mir nicht vorstellen, wie das bei... Na gut. Bei Lara aussieht. So. Oh. Lass uns den Seraphen einführen. Und los geht's. Oh, Jesus Christ. 2 Stunden und 12 Minuten. Oh. Wir haben aber immerhin ein Secret gefunden, ne? Ein Sekret gefunden. Wir haben 30 Leute ermordet, weil ich glaube, jetzt mittlerweile, ich glaube, wir, weiß ich nicht, wir haben die ganze Bartoli-Bande ausgerottet. 1227 abgefeuert, das ist so krass. Und 12 Kilometer fast, also Health Packs used, ich glaube, für dieses Level waren 8,5 gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten, oder? Obwohl, es würde eigentlich heißen, warte mal. 0,5 ist wahrscheinlich ein halbes oder kleines Medikit und 1 wird wahrscheinlich 1,0 wahrscheinlich ein ganzes sein. Das heißt, wir haben schon einige verwendet, ja. Wup, wup, wuhu. Yay. Was? Is this possible? The water, it's frozen. The water is frozen, ja. Yeah. Ah, jetzt sind wir Frozen Grotto. Jetzt wird es wieder eiskalt hier. Ach ja, jetzt waren wir. Lass mich raten, wahrscheinlich. Ach so, übrigens, oh, lustig. Was hat Lara gerade gesagt? Oh, wie kann das sein? Das Wasser ist gefroren. Hat sich gewundert, aber dass irgendwie ein Baum plötzlich innerhalb von 2 Sekunden komplett zuwächst wie so ein Urwald, das scheint sie gar nicht zu stören. Das ist kein Kommentar wert. Oh Gott, ich glaube, wir werden jetzt mit ganz vielen Yetis hier irgendwie vollgematscht. Wetten. Und Eiszapfen.
Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen dubiose Musik. Das ist im Urwald normal, klar. Ein Tropfen und schon. Oh, schön. Das ist alles voll. Also müsste eigentlich wirklich fast am Ende sein. Ich glaube, dieses Gebiet kommt noch und dann eben die schwebenden Inseln mit dem Tempel. Na gut, ein bisschen was kommt noch. Ich war froh, dass wir weg vom Eis waren. Ja, aber so ist es halt. So ist es auch im Normalspielen, ne? Also wenn du sozusagen, du kommst dann in so eine gefrorene Grotte, mehr oder weniger, und dann geht's, glaube ich, zum Tempel von Xiang, dann zu diesen schwebenden Inseln und am Ende hast du den Drachenhort. Das sind so die, ja, das sind so die Sachen, die letztendlich dann stattfinden. Grotte. Ja, das hörst du wieder, ne? Gute Laune hat sich scheinbar wieder verbessert, ne? Ne, ganz ehrlich, ich mag Eislevel. Also, ich finde die cool. Also, mich stört das nicht. Besser, als wenn wir jetzt in irgendwelchen Schiffswracks uns hin und her bewegen, ne? Caution, 48 Tons. Also, sehr schwer. Also, 48 Tonnen sind da drin, wohlgemerkt. 48, aber es schwebt auf dem Wasser. Also, ich bin ja nicht gut in Physik, aber... Weiß ich nicht. Ja gut, ich weiß ja nicht, was drin ist oder so, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eine Würfel- oder quaderförmige Kiste eine ergonomische Form hat, ne? Würde ich jetzt also behaupten. Also, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Nell, mach ich nicht. Nell, vergiss es. Nell. Arschloch, Nell. So, es gibt verschiedene Wege. Wir können einmal in die Tiefe tauchen. Immer tiefer. Das muss aber auch wehtun, selbst aus der Höhe mit dem Genick da zu landen. Das knackt doch, oder? Da haben sie ja schon so mindestens 5 Wirbel ausgerenkt, oder? Nell. Mach ich nicht, Nell. Hep. Das mache ich jeden Morgen, da sind die Wirbel wieder drin. Das will ich sehen. Also sozusagen, du springst dann einfach vom Bett oder was, ne? Und dann schön so knackend auf dem Genick landen. Hm. Das wird bestimmt ein Anblick für die Götter sein, ne? Ich frage mich halt echt, ob Sabatu wirklich plant, Tomb Raider 3 zu machen. Also Sabatus Tomb Raider 3. Das ist irgendwie auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite eine sehr gruselige Vorstellung. Also, vom Bett aus dem Fenster, na gut, das ist unrealistisch, das überlebst du nicht, ne? Also Lara würde das schon überleben, wenn sie es halt nicht so mit dem Genick zuerst machen würde, sondern einfach normal rausspringt. Da würde ein bisschen die Knöchel knacken und das Bein sich 5-mal umdrehen, aber das kommt schon wieder in die Fassung, was soll's, ne? Alles gut. Physikalisch alles möglich. Die Anatomie einer Lara macht das schon. Aber was ihr nicht überlebt, ist, wie gesagt, immer wieder, das ist mein Lieblingsbeispiel, ganz langsam mit einem Minecart gegen die Wand fahren. Da ploppt sie aus dem Wagen raus, ne? Wie so ein Pickel und dann war's das. Also, das überlebst du dann auch nicht. Das ist aber auch ultra schnelle Geschwindigkeit. Stell dir den Endboss aus Tomb Raider 3 in Sabatu vor. Oh. Oh. Ich habe gerade echt Gänsehaut bekommen, wo du das gesagt hast. Also wirklich, mir ist gerade ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Bitte nicht. Und heißer Dampf. Instant tot. Und extra Minenabschnitt. Nein. Weißt du, wofür ich mich am meisten fürchte? Das ist A, einmal der Endboss, ja. Aber B, die London-Abschnitte. Ich meine, stell sich mal jemand die London-Abschnitte vor. Die waren ja schon im normalen Spiel wirklich Krebs. Anders kann man es nicht sagen. Also... Sorry, dass ich mich jetzt mal so direkt ausdrücken muss, aber okay, hier kommen wir nicht weiter, toll. Ganzen Weg umsonst, warte, was wir uns natürlich noch holen, sind die Fackeln. Gut, später kommen wir aber irgendwie durch, scheinbar. Aha. Also, es war nicht umsonst, wir wissen auf jeden Fall, was uns erwartet. Aber dann zum Beispiel hier London, also das erste London-Level zum Beispiel, nee, in Sabato-Form. Nein. Aber ich mach's versuchen. Ich möchte mal sehen, ob ich schaffe zu sterben, wenn ich hier. Schaffe ich das dann auf der Kiste zu landen? Och, schade. Warte mal. Ich will das machen. Das ist bestimmt eine 10 von 10 für Yuki Bino, oder? Du bewertest das doch immer so schön. Achtung.
Noch einen Schritt. Das war ein... Achtung, jetzt. Hopp. Ich will das jetzt machen. Also ich meine, das ist... Ehrlich. Ist mein Stream, die Zeit nehme ich mir. So. So, bin ich gut ausgerichtet. So, Achtung. Gut, ich sollte mal vielleicht die Kombination machen. Wahrscheinlich ein eigener Part, ja. Doc versucht irgendwie auf der Kiste zu landen. Und sich das Genick zu brechen. So, das ist doch eine 10 von 10, komm, ne? Also, 48 Tonnen hat's vorgewogen, jetzt kommen nochmal 48 Tonnen drauf. Hahaha. Nein. So. Gut. Ich hab's auf jeden Fall auf Video, ne? Schön. So. Ich würde sagen, wir tauchen 11 von 10, würde ich auch sagen. Das ist doch wirklich mal ein präziser Sprung gewesen, oder? So. Ich mach mal eine Fackel an, ja. Das ist mir... alles ein bisschen zu dunkel. Ich find's auch lustig, dass sie einfach so... Weißt du, im dritten Teil ging das, da hat sich immer alles abgefroren. So in dem Teil, ja, was soll's, ich bin... Oh, da unten ist ein Schlüssel. Hä? Wie geht das denn? Unter Wasser haben wir zwei gefrorene Eisschichten. Also, ich meine, geht das? Ich glaube nicht, oder? Also jetzt mal ganz blöd gefragt. Immer so die Oberfläche eigentlich das Gefrorene. Ich weiß nicht. Hier unten ist aber auch nichts. Also. Naja. Holen wir nochmal Luft hier. Vielleicht gibt es hier noch einmal Schönes. Ja, nur wenn erst das Wasser gefroren ist und neues dazukommt. Ich wäre am Ende ein Zusammenschnitt mit allen Kills und Bewertungen. Ja. Dann viel Spaß. Du kannst gerne machen, wenn du möchtest. Also, also weißt du, wie viel Arbeit das gerade bei Sabatu ist, ja? Also. Jetzt mal ehrlich, wie kommen wir denn hier durch? Müssen wir da Harpune durchschießen oder? Oder gibt es noch irgendwie ein Loch? Irgendwo ein Ding, was letztendlich hier zu öffnen ist, und das ist zu. Ist ja lustig, ey, oder? Also egal, wo wir jetzt letztendlich hier hinkommen. Alles ist entweder zugefroren oder uns nicht zugänglich, so. Ich wette mit euch, irgendwie... Ein Ding hier ist durchsichtig wahrscheinlich. Ein Ding wird durchsichtig sein und einem werden wir durchkommen können. Ich meine, was soll sonst sein? Ich meine, was haben wir denn noch so für Optionen? Sonst nix. Ich leuchte hier nochmal durch. Ich versuche jetzt mal wirklich hier lang zu schwimmen. Ich gehe mal die einzelnen Dinge ab. Würde Wetten abschließen. Aber ich habe immer Pech. Ja. Das ist halt. Aber ich sag mal so, wenn es darum geht, so zu wetten, wie viele Kills letztendlich, ja, hier tatsächlich stattgefunden haben oder noch zukommen werden. Ich glaube, da kannst du bei den Skills in Anführungsstrichen, die ich ja präsentiere, relativ hoch ansetzen, ne? Ich habe bestimmt mindestens schon, weiß ich nicht, 100, na 100 sind viel zu wenig, nein, Quatsch. Bestimmt schon 500 Kills, keine Ahnung, oder 500. Sag jetzt mal ehrlich, also was soll ich denn jetzt hier machen? Also, schon wieder ja alles so fummelig hier. Von da sind wir gekommen, das ist klar. Die Kiste. Ein bisschen Kill-Counter geben, ja. Weißt du was, könnte man ja mal einführen bei Sabatus Tomb Raider 3, dass ich mal einen Kill-Counter irgendwo hinlege. Das kommt mir halt auch komisch vor. Ich versuche jetzt echt mal, warte mal. Blöde Idee, aber... Letztlich, warum haben wir das jetzt hier?
einfach durchzuschauen, oder? Ist ja nur, das kann ja nicht nur so zum Gucken sein, oder? Da muss ein bisschen mehr dahinter stecken. Wahrscheinlich wieder irgendwo so ein kleiner, so eine kleine Ritze. Tja, Leute, ne? Ein Aquarium für Lara, ne? Gut, Lara hat aber leider keine Kiemen, das heißt, lange wird sich an diesem Aquarium auch nicht erfreuen können. Das Blöde ist halt, ich komme nirgendwo durch, ist alles zugefroren. Da oben komme ich nicht durch, da ist letztendlich, ja. Hab ich das übersehen? Gibt's hier oben noch irgendwas, wo man lang krabbeln kann? Da ist überall zu. Keiner will uns reinlassen. Hier geht's auch nicht lang. Also ich bin heute wahrscheinlich echt blind. Ich weiß es nicht, aber ich sehe es gerade auch wirklich nicht. Also. Ich meine, da geht's ja auch nicht lang. Da brauche ich ja erst einen Schlüssel und den Schlüssel habe ich nicht. Der Schlüssel ist ja unter Wasser, Nell. Heißt, der einzige Weg muss unter Wasser sein. Aber wo denn? Ein war auch keine Chemie, aber ist in Ordnung. Aber der muss ja auch wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt mal an die Wasseroberfläche kommen. Also ganz oben ist auch geschlossen. Es ist überall geschlossen. Das ist es ja gerade. Also egal, wo ich jetzt hier hinschwimme. Hier ist zu. Also, wenn du oben meinst, an den Steinen. Können wir gerne nochmal neu laden. Das ist mir auch jetzt. So. An den Steinen hochklettern. Da ist nichts. Da ist. Hier ist definitiv Schicht im Schacht. Da gibt es irgendwo eine Druckplattform, die ich betätigen muss, oder. Ist auf der anderen Seite irgendwas? Das muss unter Wasser sein, also. Was, jetzt mal ganz konkret gesagt, was ist denn wirklich, wenn ich von hier oben jetzt mal nicht Genicksprung mache? Habe ich auch schon gemacht, oder? Dass ich letztendlich einfach